Na, zusammen, Michi ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein paar Toys aus dem Handelsposten. Diesmal schauen wir uns Toys an, die es im Juni 2024 gibt. Aber keine Sorge, wenn ihr das Video für später seht, die ganzen Sachen aus dem Handelsposten kommen immer wieder neu rein. Dann schauen wir einmal, was es da Schickes gibt. Ich habe mir das schon gekauft und wenn ihr seht, hier unten haben wir einmal den farbenfrohen Strandstuhl. Das ist dieser hier. Das ist so ein bisschen eine upgegradete Version von dem Angelstuhl. Da hatte man ja auch einen Stuhl plus hier diesen Sonnenschirm. Diesmal mit ein bisschen ja, besseren Texturen, ein bisschen bunter das Ganze gehalten und es gibt noch zusätzlich hier einen Schwimmreif. Ich vermute mal, man kann sich auch reinsetzen. Ich habe es jetzt schon versucht, zweimal aufzunehmen, das Video. Das Problem ist, ich setze das Ding hin und es despawnt immer wieder. Also da scheint aktuell noch ein Bug zu sein. Ich vermute mal, in den nächsten Tagen wird das Ding Blizzard fixen. Aber zumindest sehen wir es hier in der Vorschau schon mal. Das Teil hat 5 Minuten Abklingzeit und ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Angelegenheit. Und das zweite Teil, was wir uns anschauen wollen, ist feiner blutroter Sonnenschirm. Und das ist wieder so ein Sonnenschirm, der aufgeht und unseren Fallschaden ein wenig bremst. Den können wir uns, denke ich mal, jetzt genauer angucken. Beides von den Teilen kostet jeweils 200 Händlerdevisen. Also ist, ja, jetzt nicht ganz so teuer. Und ja, ist, denke ich mal, im Budget recht gut drin. Jetzt schauen wir uns einmal den Schirm an, hätte ich gesagt. Und da geben wir jetzt einmal ein Sonnenschirm. Und ihr seht schon, mittlerweile gibt es ja schon einige. Wir haben den Jadegrünen schon bekommen, den Seidigen und jetzt haben wir den Blutroten. Den setzen wir ein und dann seht ihr, da haben wir ihn. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und wenn wir jetzt ein bisschen weit hochfliegen, dann machen wir lieber ein bisschen höher. So, und wir fallen jetzt runter. Dann löst er aus und wir sind so Mary Poppins mäßig unterwegs und können dann halt so langsam runtersegeln, ne? Wenn wir jetzt in irgendeine Richtung gesegelt werden, dann, jawohl, wir fliegen sogar ein bisschen dahinter. Also wir können auch ein bisschen steuern. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel schnell in eine Richtung fliegen, dann segelt der uns halt dann auch quasi in die Richtung rüber. Gut, ja, das war's eigentlich, die beiden Toys. Wie gesagt, die kommen dann immer wieder auch mal in den Handelsposten rein, wenn ihr jetzt den Monat verpasst habt. Die findet ihr mal ganz unten bei den zurückgekehrten Items. Gut, das war's soweit mit dem Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.